Haltet nach Sandwürmern Ausschau, denn es ist an der Zeit, in die Geschichte eines der beliebtesten Science-Fiction-Franchises einzutauchen. Von der klassischen Buchreihe bis zu den Filmadaptionen, wir erzählen euch heute die unerzählte Wahrheit über Dune. Zwischen der Küstenstadt Florenz, Oregon und dem Pazifischen Ozean liegen die Oregon Dunes. Massive Sandhügel, die in den 1950er Jahren vom US-Landwirtschaftsministerium entdeckt wurden und sich tatsächlich bewegen. Es wurden spezielle Grasarten verwendet, um die Dünen zu stabilisieren und zu beruhigen, bevor sie weiterwachsen, sich bewegen und, wie Frank Herbert an seinen Buchagenten schrieb, ganze Städte, Seen, Flüsse und Autobahnen verschlucken könnten. Nachdem Herbert bereits einige erfolgreiche Science-Fiction-Romane veröffentlicht hatte, reiste er 1957 nach Florenz, um dieses bizarre wissenschaftliche Phänomen zu erforschen und einen Artikel darüber zu schreiben. Dieser Artikel wurde nie fertiggestellt, aber die Konzepte von kostbaren natürlichen Ressourcen, monströsen Sanddünen und den Geheimnissen, die darin stecken könnten, führten zu Dune. Nach 5 Jahren Recherche und Schreiben veröffentlichte Herbert von 1963 bis 1965 Dune World und The Prophet of Dune, in serieller Form im Magazin Analog. Der Autor fasste diese dann zu einem einbändigen Roman namens Dune zusammen, der im August 1965 vom technischen Buchverlag Chilton Books veröffentlicht wurde, nachdem mehr als 20 andere Verlage ihn abgelehnt hatten. Dune wurde 1965 veröffentlicht, kam aber erst 1984 auf die Leinwand. Fast 20 Jahre lang wurden Anstrengungen unternommen, das Buch zu einem Film zu adaptieren. 1971 erwarb Apjack International, die vor allem für die Planet of the Apes Filme bekannt sind, die Filmrechte und boten David Leem, dem legendären britischen Filmemacher hinter den anderen Wüstenfilmen, nämlich Lawrence of Arabica, den Regiestuhl an. Leem lehnte jedoch ab, genau wie der britische Regisseur Charles Gerrod. Während ein Regisseur gesucht wurde, arbeiteten Drehbuchautoren am Skript. Auch Produktionspläne wurden erstellt, aber alles brach zusammen, als Apjack-Chef Arthur P. Jacobs 1973 starb. Apjack verkaufte die Dune-Rechte an eine Gruppe französischer Investoren, die den Avantgarde-Film- und Theaterregisseur Alejandro Jodorowsky als Regisseur engagierten. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt nur 3 Spielfilme gedreht hatte, hatte er definitiv den Enthusiasmus und den Ehrgeiz, die nötig waren, um bei Dune Regie zu führen. Vielleicht auch ein bisschen zu viel davon. Laut der faszinierenden Dokumentation Jodorowsky Dune von 2013 plante der Regisseur einen 14-stündigen Film mit einer Traumbesetzung, darunter Orson Welles, Mick Jagger und Salvador Dali, sowie einem Soundtrack von Pink Floyd. Für ein perfektes Produktionsdesign zog Jodorowsky innovative Künstler wie Möbius und H.R. Giger hinzu. Er wollte auch Melange, das Gewürz, als magischen blauen Schwamm darstellen und das Ende aus dem Roman komplett verändern. Als dieses Projekt scheiterte, wurden die Rechte an den Produzenten Dino De Laurentiis verkauft, der Ridley Scott für die Regie anheuerte. Auch er sprang ab, weil er, wie er 1999 in einer Biografie erzählte, bereit war, den Film sofort zu drehen, aber es noch mindestens 2,5 weitere Jahre der Vorproduktion gedauert hätte. Letztlich führte die damalige Kultfilmikone David Lynch Regie. What the hell? Dune begann schließlich 1983 in Churubusco Studios in Mexiko-Stadt mit den Dreharbeiten. Dieser Ort wurde zum Teil gewählt, weil er an große Wüsten grenzt, die für den Planeten Arrakis als Kulisse dienen konnten. Und weil es aufgrund der mexikanischen Wirtschaft Universal Pictures viel weniger kosten würde, den Film zu drehen, als in den USA. Die US-Dreharbeiten in L.A., schätzt der Produzent, hätten den Dune-Preis auf 75 Millionen Dollar anheben können. Er kostete letztlich etwa 40 Millionen US-Dollar. Die Filmmacher sorgten dafür, dass wirklich jeder Cent genutzt wurde. Um die komplizierten Welten von Frank Herberts Roman zu erschaffen, wurde eine der größten Filmcrews aller Zeiten zusammengestellt. 900 Handwerker arbeiteten monatelang, um 70 Sets auf 8 Tonbühnen zu bauen. Allein mehr als 200 Menschen mussten 7 Quadratkilometer Wüste, oft auf allen Vieren von Skorpionen, Schlangen und Kakteen, säubern, um die leblose Oberfläche von Arrakis nachzubilden. Universal hoffte, dass Dune der nächste Star Wars werden würde, aber obwohl es definitiv so einfallsreich und ehrgeizig war wie George Lucas' Epos, wurde es zu einer großen Katastrophe. Kritiker verabscheuten es. Roger Ebert sagte, Dune sei, Zitat, ein echtes Durcheinander. Ein unverständlicher, hässlicher, unstrukturierter, sinnloser Ausflug in die dunkleren Gefilde, eines der verwirrtesten Drehbücher aller Zeiten. David Lynch Dune fehlte die breite Anziehungskraft und der Spaß populärer Science-Fiction wie Star Wars. Und Universal war das in gewisser Weise bewusst. Bevor der Film veröffentlicht wurde, wurden hunderttausende Vokabelhefte an die Kinos ausgeliefert, damit sich das Publikum mit der lebhaften Welt der Dune-Kulissen, Charaktere und Sprache anfreunden konnte. Diese Guides halfen nicht viel. Der Film machte letztendlich nur 30 Millionen US-Dollar an der Abendkasse, was nicht einmal das Budget von 40 Millionen US-Dollar abdeckte. Infolgedessen wurden Frank Herberts andere Dune-Bücher nie für die große Leinwand adaptiert. Dune und seine Fortsetzungen sind ein nachdenkliches, weitläufiges, fantasievolles Science-Fiction-Epos. Außerdem waren die Bücher in den 60er und 70er Jahren beliebt, was nur eines bedeuten kann: sie inspirierten eine Menge progressive Rock. 1977 veröffentlichte der Jazz-Keyboarder David Matthews sein Album Dune, das von den Büchern inspiriert war.
1979 veröffentlichte Klaus Schulze, ein deutscher Experimentalkomponist für elektrische Musik sowie Mitglied der Band Tangerine Dream, ebenfalls ein Album namens Dune, mit dem von dem Roman inspirierten Musik. Im selben Jahr veröffentlichte der französische Elektronika-Pionier Bernard Seiner unter dem Namen Z ein Dune-Album namens Visions of Dune. Ungefähr zur Zeit der Veröffentlichung des Films nahm Iron Maiden den Song To Tame a Land auf seinem 1983er Album Peace of Mind auf, nachdem sie den Song von seinem ursprünglichen Titel Dune geändert hatten, weil Herbert die Erlaubnis nicht geben wollte. 1999 veröffentlichte die deutsche Metalband Golem das Dune-Konzeptalbum The Second Moon. Lynch schätzte, dass sein Drehbuch eine Laufzeit von etwa 3 Stunden entsprechen würde, aber sobald es gefilmt, geschnitten und Effekte hinzugefügt wurden, war Dune weit über 4 Stunden lang. Da Universal den Film so als völlig unverkäuflich ansah, befahl das Studio Lynch, einige Szenen zu schneiden und die Handlung einzuschränken. Wegen all des ungenutzten Filmmaterials halten sich seit mehr als 30 Jahren Gerüchte, dass es einen speziell von Lynch kuratierten Director's Cut gibt. Das stimmt jedoch nicht. Universal hat Lynch bereits deswegen angefragt, aber sein Unmut und seine Enttäuschung über den Film haben ihn davon abgehalten, eine neue Version zusammenzubasteln. Es gibt jedoch eine 3-stündige Version von Dune mit zusätzlichen Szenen, die ohne Lynchs Beteiligung für die Fernsehübertragung zusammengestellt wurde. Lynch war darüber so verärgert, dass er verlangte, dass sein Name aus dem Abspann dieser Version entfernt und durch das übliche Regisseurspseudonym Alan Smithy ersetzt wurde. Als Drehbuchautor wurde der Name Judas Booth verwendet. Dieser Name entstand, weil Universal Lynch verraten hat, wie Judas es mit Jesus tat und auch den Film tötete. Genau wie John Wilkes Booth Abraham Lincoln. In einer Karriere voller seltsamer, schwieriger Filme und absoluter Kassenflops ist Dune das einzige Projekt, von dem Drehbuchautor und Regisseur David Lynch sagt, dass er sich wünschte, er hätte es nie gemacht. Tatsächlich sagt er habe ihn sogar als Künstler beschmutzt. Lynch sagte später zu Extrovert, dass er nur selbst Schuld daran habe. Er sagte, ich hätte diesen Film wahrscheinlich nicht machen dürfen, aber ich sah unheimlich viele Möglichkeiten für Dinge, die ich liebte. Und dies war der Rahmen, in dem ich sie machen konnte. Es gab so viel Raum, um eine Welt zu erschaffen. Far off in the control rooms of Spice Gas, traveling without moving. Nach Jahren der Recherche und des Schreibens vollendete Frank Herbert 2 kurze Science-Fiction-Romane. Dune World im Jahr 1963 und The Prophet of Dune im Jahr 1965. Die Geschichten wurden in serialisierter Form im Analog Magazine veröffentlicht, einer der wichtigsten Medien für Genregeschichten in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit dominierten Science-Fiction-Kurzgeschichten, denn laut The Guardian dachten die Verlage, dass die Leser dies wollten. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Grund, warum Dune von mehr als 20 Verlagen abgelehnt wurde, bevor es in Chilton einen Fan fand. Dune bewies nicht nur, dass es einen Markt für Science-Fiction in langer Form gibt, sondern auch für High-End-Science-Fiction mit literarischem Wert. Dune ist eines der ersten modernen Science-Fiction-Epos und wurde dafür mit dem ersten Nebula Award für den besten Roman ausgezeichnet. Die Verbraucher reagierten extrem positiv auf Dune und seine Nachkommen. Es ist immer noch ein beständiger Bestseller und eines der meistverkauften Science-Fiction-Bücher der Geschichte, während die Fortsetzung Children of Dune als erster Roman des Genres zu einem Hardcover-Bestseller wurde. Die Vorproduktion von Dune von 1984, einschließlich der Monate, die Drehbuchautor und Regisseur David Lynch brauchte, um Frank Herberts Roman in ein Drehbuch zu verwandeln, dauerte sehr lange und die Filmemacher wollten sicherstellen, dass sie die perfekten Darsteller fanden, um die bereits bekannten Charaktere des potenziell lukrativen Franchises zu spielen. Glenn Close lehnte die Rolle der Jessica ab, da sie glaubte, dass die Figur ein Klischee einer hilflosen Frau sei. Aldo Ray wurde als Gurney Halleck besetzt und kam auch ans Set, wurde aber bald entlassen und durch Patrick Stewart ersetzt. Kenneth Branagh sprach für die Hauptrolle des Paul Atreides vor, musste sich jedoch Neuling Kyle MacLachlan geschlagen geben. Auch Branaghs zukünftige Partnerin Helena Bonham Carter war beinahe Teil des Dune-Casts. Sie hatte die Rolle der Prinzessin Irulan ergattert, aber aufgrund eines Terminkonflikts mit Zimmer mit Aussicht musste sie das Science-Fiction-Epos aufgeben, weshalb Virginia Madsen die Rolle übernehmen konnte. Obwohl Dune in ferner Zukunft auf kultivierten Planeten spielt, sind die Unterhaltungsmöglichkeiten ihrer Bewohner eher altbacken und rustikal. Gurney Halleck ist eine wichtige Figur im Leben von Paul Atreides. Er ist ein Krieger, Lehrer und Verbündeter, der es liebte, alte Balladen im Bardenstil aufzuführen, um Gäste und Bekannte zu unterhalten, während er sich selbst auf einem langen, 9-seitigen Instrument namens Palisette begleitete. Die Mischung aus Gitarre und Zither bot genug Musik, um Halleck zu helfen, seine Sprichwörter, Schriftlesungen und Texte hervorzuheben. In der Verfilmung von Dune von 1984 spielt Patrick Stewart Halleck und das Palisette. Es wurde an Frank Herberts originalen Dune-Roman namentlich erwähnt, aber die Filmemacher nahmen ein echtes, wenn auch obskures Erdinstrument und malten es Gold an. Das Palisette ist eigentlich ein Chapman-Stick, ein aufwendig beseitetes, klimpbares Holzinstrument mit Griffbrett, das vom Musiker Emmett Chapman erfunden wurde. 1985 veröffentlichte Chapman Parallel Galaxy, ein Album mit Chapman-Stick-Komposition, zu dem auch Backyard gehört, das im Alan Smithy-Cut des Dune-Films zu hören war, woraufhin Stewart Chapmans Aufnahme die Bewegungen mimte.
Als Dune Anfang der 1980er Jahre gedreht wurde, war Sean Young dank prominenter Rollen in der Erfolgskomödie Stripes und dem Science-Fiction-Klassiker Blade Runner einer der größten Newcomer in Hollywood. Sie spielte die bezaubernde Fremen Shani Kain in Dune, aber sie hätte die Rolle fast verloren. Laut The Making of Dune vereinbarte Youngs Agentur in New York City ein Treffen mit Regisseur David Lynch und Produzentin Rafaela De Laurentiis, vergaß dann aber Young davon zu erzählen. An dem Tag, an dem das Treffen geplant war, flog sie nach Kalifornien zu einem Meeting für einen anderen Film. Unterdessen verpassten Lynch und De Laurentiis ihren Flug zur Westküste, weil sie auf Young gewartet hatten, die nicht erschienen war. Die Schauspielerin, der Regisseur und die Produzentin landeten alle im selben Flugzeug und De Laurentiis fragte eine Flugbegleiterin, ob Young, die sie nie getroffen oder gesehen hatte, Schauspieler sei. Die Flugbegleiterin soll gesagt haben, das ist sie, ihr Name ist Sean Young. De Laurentiis konfrontierte Young und sagte ihr, dass die Agentur gesagt hätte, sie habe das Vorsprechen abgelehnt, was einfach nicht stimmte. Das Trio beseitigte alle Ungereimtheiten bei ein paar Drinks an Bord. Sie erinnerte sich, ich sitze da mit ihr und David und wir fangen alle an, Champagner zu trinken. Als wir in LA ankamen, waren wir sturzbetrunken. Young hat die Rolle natürlich bekommen. Für die Rolle des Patriarchen des Hauses Atreides, Herzog Leto Atreides, besetzte Dune-Autor und Regisseur David Lynch den deutschen Schauspieler Jürgen Porchnow, den Breakout-Star des U-Boot-Weltkriegs-Thrillers Das Boot von 1981. Laut The Making of Dune war die letzte Szene, die Porchnow drehen musste, eine drogeninduzierte Albtraumsequenz, in der er bewusstlos auf einer Trage liegt. Während der böse Baron Harkonnen, gespielt von Kenneth MacMillan, grob seine Finger in eine Gesichtswunde schiebt, die gruseliges grünes Gas ausstößt. Um dieses Konzept in die Realität umzusetzen, kreierte das Special Effects Team von Dune eine falsche Wange aus Gummi und Make-up, klebte sie auf Porchnows Gesicht und befestigte einen Schlauch, der hinter dem Ohr des Schauspielers und der Trage verlief. Hinter der Kamera sollte ein Techniker grün Rauch in das Gerät pumpen, der austreten würde, wenn MacMillan es anstupste. Die Crew testete die Wirkung an einem Dummy und Porchnow, bevor die Aufnahmen liefen. Als es dann an der Zeit war zu filmen, tat MacMillan das, was er tun sollte. Er steckte seine Finger in die Wunde und der Rauch kam heraus. Etwas war jedoch schiefgelaufen, denn Porchnow rannte vom Set und hielt sich das Gesicht fest. Eine Untersuchung ergab, dass das Gerät eine Fehlfunktion hatte. Es war nicht richtig geschlossen worden und heißer Rauch von einem Test hatte sich in der falschen Wange gebildet, bevor MacMillan sie aufriss, was dazu führte, dass fast geschmolzene Plastikteile auf Porchnows Gesicht kamen. Er erlitt bei dem Unfall Verbrennungen ersten und zweiten Grades. David Lynch Dune sollte offensichtlich ein Franchise-Starter sein, der Beginn einer neuen Blockbuster-Serie, der es mit anderen Science-Fiction-Marken wie Star Wars und Star Trek aufnehmen sollte. Man war sich des Erfolgs so sicher, dass Hauptdarsteller Kyle MacLachlan vor dem Kinostart des Films im Jahr 1984 einen Vertrag unterzeichnete, laut dem er in 4 weiteren Filmen im Dune-Universum mitwirken sollte. Virginia Madsen, die die kleine Rolle der Prinzessin Aurelion bekam, sagte in der The Kevin Pollack Chat Show, dass sie einen Vertrag unterzeichnet habe, um die Rolle in 2 weiteren Filmen zu wiederholen. Sie erinnert sich, sie dachten, sie würden Star Wars für Erwachsene machen, aber so ist es einfach nicht gekommen. Als Dune mit Achselzucken der Kritiker und fehlender Begeisterung an den Kinokassen begrüßt wurde, der Film spielte insgesamt 30 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 40 Millionen US-Dollar ein, wurden Pläne für weitere Filme gestrichen. Dune-Drehbuchautor und Regisseur David Lynch war bereits mit dem Drehbuch für den nächsten Film der Reihe beschäftigt, der auf Frank Herberts Dune Messiah basierte. Auch dieser Film wurde ad acta gelegt. Muad'Dib had become the hand of God, fulfilling the Fremen prophecy. Anstatt einen Orchesterkomponisten zu suchen, der die Partitur von Dune von 1984 komponierte und dirigierte, engagierten die Filmemacher die Rockband Toto, um die gruselige, futuristische, synthbasierte Musik des Films zu schaffen. Die Gruppe, bestehend aus erfolgreichen Session-Musikern aus Los Angeles, hatte gerade ihren Karrierehöhepunkt hinter sich und hatten 1983 den Grammy für das Album des Jahres für Toto 4 gewonnen, zu dem die Smash-Hits Rosanna und Afrika gehörten. Die Band befand sich an einem Scheideweg, als es an der Zeit war, die Dune-Musik aufzunehmen. Sänger Bombi Kimball hatte die Band gerade verlassen und die Gruppe beschloss, David Lynchs Sci-Fi-Adaption anstelle eines weiteren Angebots zu machen. Den Soundtrack für Footloose. Das Album hatte nur wenig Erfolg. Der Soundtrack von Dune, der zusammen mit Totos 5. Studioalbum Isolation veröffentlicht wurde, floppte fast so stark wie der Film selbst und erreichte nur Platz 168 der Billboard-Albumcharts. Jahrzehntelang wurden die Platten nicht hergestellt. Laut Vintage Guitar sahen Mitglieder der Gruppe den Film bei seiner Premiere. Sie nannten ihn daraufhin einen Truthahn und bezeichneten den Film privat als Doom. Trotz der glanzlosen Leistung des Films gewann das Dune-Franchise mit jedem Jahr mehr Fans. Das Franchise selbst wuchs ebenfalls dank einer oft gelobten Miniserie, die 2003 auf dem Sci-Fi Channel ausgestrahlt wurde. Herberts Sohn, Ryan Herbert, schrieb außerdem weitere Dune-Fortsetzungen und Prequel-Romane mit Kevin J. Anderson, die zu Bestsellern wurden. 2008 sah Hollywood Dune wieder als heißes Eisen mit viel kommerziellem Potenzial. Paramount kündigte Pläne für eine neue Version des ersten Romans an und engagierte Peter Berg, den Regisseur von Hancock und Battleship, für die Regie. Ein Jahr später schied Berg aus und Pierre Morel, bekannt aus 96 Hours, ersetzte ihn, aber das Studio brach das Ganze im März 2011 ab.
Erneut wollte Dune einfach nicht sterben. 2016 startete Legendary Entertainment das Projekt erneut. Denis Villeneuve, der Oscar-nominierte Regisseur von Arrival, und Blade Runner 2049 wurde als Regisseur für eine Neuverfilmung von Frank Herberts Originalroman von 1965 engagiert. Mit einem Budget von angeblich rund 200 Millionen US-Dollar zählt es zu den teuersten Projekten in der Geschichte Hollywoods. Und das ist erst der Anfang, denn das Projekt war von vornherein in zwei Filme aufgeteilt. Madsen behauptete, dass die Filmemacher versucht hätten, Star Wars für Erwachsene zu machen. Das ist genau der gleiche Ansatz, den Autor und Regisseur Denis Villeneuve verfolgt, um mehr als drei Jahrzehnte nach diesem unglücklichen Versuch, Dune wieder auf die Leinwand zu bringen. Villeneuve sagte Fandom, das Ziel ist, den Star Wars Film zu machen, den ich nie gesehen habe. In gewisser Weise ist es Star Wars für Erwachsene. Ironischerweise nahm Star Wars tatsächlich Inspiration von Dune. Die ersten Entwürfe von George Lucas' Drehbuch, das 1977 zu Star Wars eine neue Hoffnung werden sollte, enthielten kämpfende Familien und eine Prinzessin, die nicht die Pläne für einen Todesstern bewachte, sondern etwas namens Aura-Gewürz. Wer steht bei den neuen Dune-Filmen hinter der Kamera? Rick Fraser, der den gleichen Job bei Star Wars Spin-Off Rogue One hatte. Ein Film, den Villeneuve sehr mochte. Dune ist ein Herzensprojekt für den Regisseur, der der Presse sagte, dass er das Werk richtig mit dem Druck der Träume adaptieren möchte, die er als Teenager hatte, als er sich die Welt von Dune in seinem Kopf ausmalte, während er den Roman von Frank Herbert las. Als Warner Bros. Ihn jedoch als Regisseur anfragte, stimmte er unter zwei Bedingungen zu. Dune sollte in zwei Filme aufgeteilt werden und die Crew müsste die Arrakis-Szenen in einer echten Wüste drehen. Schaut euch hier unsere neuesten Videos an. Bald findet ihr hier außerdem noch weitere Looper-Videos zu all euren Lieblingsfilmen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges verpasst.